In diesem Video siehst du die Beobachtung des Experiments die schwimmende Büroklammer. Nachdem du die Büroklammer auf das Papierstück gelegt hast, schwimmt die Büroklammer auf dem Papierstück. Das Papierstück saugt sich mit der Zeit immer weiter mit Wasser voll. Da sich das Papierstück immer weiter vollsaugt, wird es immer schwerer und sinkt nach einiger Zeit ab. Wenn es dir zu lange dauert, bis das Papierstück absinkt, kannst du vorsichtig mit der Pinzette nachhelfen. Nachdem das Papierstück untergegangen ist, schwimmt die Büroklammer auf der Wasseroberfläche. Wenn du einige Tropfen Spülmittel in das Wasser gibst, sinkt die Büroklammer sofort auf den Boden. Konntest du bei deinem Experiment die gleiche Beobachtung sehen?